Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Jetzt haben wir New Vegas auch endlich erreicht und können die Stadt betreten und finden auch hoffentlich Benny, den Mann im Anzug. So, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, sieht noch nicht ganz so prächtig aus, das sind so die Außengebiete. Okay, können wir mal dixen. Suchen Sie nach einem Schuss? Dann habe ich, was Sie brauchen. Okay, was verkaufen Sie? Riskieren Sie mal einen Blick, Baby. Oh, danke, Süßer. Okay, das Druckzeug brauchen wir nicht von dem. Okay, viel Geld hat er auch nicht. Das lohnt sich nicht, bei dem zu handeln. Wollen wir in dem Laden hier, Mick and Ralphs. Vielleicht gibt es da ja was außer Drogen. Ralph. Wenn Sie Waffen suchen, dann sprechen Sie mit Mick. Ansonsten habe ich ein nettes Inventar an allgemeinen Waren und ein paar Spezialdienste. Was haben Sie denn auf Lager? Werfen Sie mal einen Blick drauf. So, was hat er denn zu verkaufen? Irgendwie nichts wirklich Praktisches. Nope. Nicht wirklich jedenfalls. Davon haben wir noch genug. Ja, auch noch welche. Nehmen wir da gar nichts Praktisches, obwohl. Können wir Till wiederherstellen. Das kaufen wir uns auf jeden Fall. Den Ass brauchen wir aber nicht. Verkaufen. Gibt's bestimmt irgendwas. Ein bisschen davon können wir eigentlich loswerden. Haben wir auch noch genug. Ein weiterer zufriedener Kunde. Bieten Sie auch andere Dienste? Meine Dienste stehen nur zur Verfügung, wenn der King grünes Licht gibt. Beeindrucken Sie ihn, dann können wir reden. Der King? Wer ist der? Nee, machen wir erstmal das hier. Ein findiger Bursche wie Sie hat doch sicher was nebenbei laufen. In Ordnung. Ja, ich habe da so eine kleine Nebenbeschäftigung. Aber was ich jetzt sage, verlässt diesen Raum nicht, klar? Im Laufe der Jahre habe ich meine Kunst vervollkommnet. Niemand kann meine Arbeit vom Original unterscheiden. Ich rede von Pässen. Wenn Sie die Kronkorken haben, dann bastle ich Ihnen einen Strip-Pass zusammen, der selbst das geübteste Auge täuschen wird. Oh. Jetzt verstehe ich, warum das keiner wissen sollte. Hey, wenn Sie Interesse und die Kronkorken haben, dann kostet einer 500. Bei weniger lohnt sich das Risiko des Geschnapptwerdens nicht. Was sagen Sie? Sind Sie dabei? Also, erstmal nicht. Ich habe schon genug Kronkorken für die Bonitätsprüfung. Kein Problem. Wenn Sie später einen brauchen, kommen Sie einfach vorbei. Also Bonitätsprüfung ist... Kommen Sie Man braucht eine bestimmte Summe an Geld, um in den Strip, also diesen Mittelteil von New Vegas, zu kommen. Und ich glaube, das dürften wir schon locker zusammen haben. Aber gucken wir doch mal, was Mick an Waffen hat. Hat uns ja gerade Ralph erzählt. Willkommen bei Mick's and Ralph's. Wenn Sie Waffen brauchen, dann bin ich Ihr Mann. Wenn Sie allgemeine Vorräte oder etwas anderes brauchen, dann gehen Sie zu meinem Partner Ralph. Können Sie ein paar Sachen für mich reparieren? Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was Sie da haben. Oh, können wir mal gucken? Können wir mich die Sachen auch für Geld quasi reparieren lassen? Von Waffen, wo wir jetzt nicht so viel andere Waffen finden zum Beispiel. Oh, wir könnten uns die Lederrüstung zum Beispiel wieder ordentlich auf... Obwohl, oh, das können wir uns aber wahrscheinlich nicht leisten, die Kampfrüstung. Oh, die ist ja schon fast voll. Okay, dann hat sich das erledigt. Den Kampfhelm. Na, das wird uns kaum was bringen. Die Maschinenpistole. Puh, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das machen wir sogar. Und dann gucken wir noch, was der Anschusswaffen verkauft. Direkt. Auf jeden Fall viel Munition schon mal. Waffen. Okay, davon haben wir irgendwie genug immer mal wieder. Die werden wir auch noch eine viel bessere. Jagdgewehr. Wie viel hat denn unser Jagdgewehr noch? Ja, okay. Nur zum Reparieren, das ist eigentlich zu teuer. Ein Katana. Nicht schlecht. Das können wir uns mal merken. Aber dazu haben wir jetzt leider auch nicht genug Geld momentan. Was es hier alles gibt. Krass. Umarmung des Schreckenkönigs. Aber wir haben leider gar nicht genug Geld für diese ganzen Waffen. Körperbrecher.
Krass. Ich glaube, ein paar Waffen könnten wir doch verkaufen, die wir eh nicht mehr benutzen werden. Das behalte ich einfach mal. Die auch. Es ist immer schwer, finde ich, von irgendwas zu trennen. Das Plasmagewehr können wir erstmal verkaufen. Das Kleinkalibergewehr auch. Das behalten wir. Die 9mm kann auch weg, weil wir jetzt die Maschinenpistole haben. Und die 10mm auch, da wir die Verfütterte haben. So. Ein Vergnügen. Das soll es für das erste Mal erreichen hier. Gucken wir uns mal weiter in Freestyle um. Hey. Na, mit dem haben wir schon gesprochen. Was ist das denn für eine Faulfresse? Ja, also würde ich mein Kind auch nennen. Hey, Kumpel! Hast du mal einen Kronkorken? Kriegst doch was dafür! Kann es sein, dass du irgendwas von mir willst, das ich mir bisher nicht vorstelle? Oh, das ist ein Brüller. Du bist echt nicht mein Typ, nein. Ich kann dir gern einen Tipp geben. Mir quasi mein Geld richtig verdienen. Okay, was für ein Tipp? Du scheinst hier neu zu sein. Ich weiß jede Menge Kram, der nützlich sein könnte. Und wenn nicht, kostet so ein Tipp von mir ja nur einen Kronkorken. Also, was meinst du? Ja, einen können wir uns mal leisten. Danke. Als erstes muss man wissen, dass Freeside von einem Haufen Wichtigtuer regiert wird, die sich die Kings nennen. Ihr Anführer nennt sich selbst seltsamerweise der King und hat momentan alle Hände voll damit zu tun, einen ausgewachsenen Aufstand zu verhindern. Das waren schon zwei Tipps. Aber was soll's, bist ja Neukunde, also geht der zusätzliche auf mich. Willst du noch einen hören? Warum nicht, klar, bitteschön. Habe neulich das Gerücht gehört, dass einige der Gäste im Wrangler ein paar eher ungewöhnliche Wünsche geäußert haben. Ein paar schräge Vögel wollten wohl die Dienste von Ghoulen in Anspruch nehmen. Da hätte ich mich als sexy Hengst fast freiwillig gemeldet. Ich habe noch mehr, wo die herkamen. Willst du noch einen? Nee, danke. Das reicht mir für traumatische Vorstellungen. Okay, aber in dem Wrangler, also dem Atomic Wrangler, das ist so ein Casino, da können wir uns ja mal umhören. Vielleicht diese Quest annehmen. Klang ja nach einer. So, wo geht's denn hier noch hin? Wow. Kommt hier her. Freeside-Schläger. Ja, macht unglaublich Spaß, auf euch zu schießen. Oh, wir haben gar nicht genug. Das ist hoffnungslos! AP für. Ja, das ist wirklich ziemlich hoffnungslos für euch. Ich bin getroffen! Ach, das fällt hier aber früh auf. Hey, hey, nicht wegrennen, nicht wegrennen. So war's aber nicht gedacht. Wo ist der andere hin? Ach, der versteckt sich da. Ach, jetzt plötzlich versteckt er sich. Ich bin getroffen! Hilfe! Den habe ich jetzt echt verfehlt, das ist traurig. Das ist noch trauriger. Das ist noch trauriger. Diese Steigerung. So, haben die wenigstens irgendwas dabei, was man benutzen kann? Nicht wirklich. Du wahrscheinlich auch nicht. Nope. Also man sieht schon, dass Freeside jetzt nicht gerade der seriöseste Ort ist. Kann man da rein? Ich weiß es gerade gar nicht. Nope, sieht nicht so aus. So, gehen wir mal weiter in die Richtung. Kinder. Was suchen Kinder hier? Das ist kein Ort für Kinder. Ich glaube, da geht's auch noch weiter. Hier ist sonst nichts mehr Großartiges außer das, aber das gucken wir uns auch noch später an, in einem anderen Zusammenhang. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ralphs. Ah, da waren wir schon. Ich brauche mal nicht. So, mal schauen, was es hier noch alles gibt. So, das ist dann quasi die nächste Stufe von New Vegas. Hier sieht es dann schon ein bisschen besser aus, aber immer noch so eher heruntergekommen. Und da hinten ist dann der Strip. Aber schauen wir uns doch erstmal hier um, wenn wir schon da sind. Mitglied der Kings. Neuen Freeside? Ah, die sind wahrscheinlich da.
Hallo, Sie wollen jemanden tot sehen? Schauen Sie im Atomic Wrangler wirklich vorbei, tot? Schauen Sie im Silver Rush vorbei und wir geben Ihnen, was Sie brauchen. Genau wie der Fuß ist. Was eine Stimme. Ah, die Leute sind nicht sehr sympathisch. Silver Rush, ein Waffenladen. Den gucken wir uns doch gleich mal als erstes an. Kann nie genug Waffen haben. Van Grafschläger. Ich fürchte, ich muss sie durchsuchen, bevor ich sie reinlasse. Die einzigen im Gebäude erlaubten Waffen sind die, die wir verkaufen. Okay, dann suchen Sie mal. Dauert nur einen Moment. So, ich habe Ihre Waffen verstaut. Sie können rein. Sobald Sie gehen, erhalten Sie alles wieder zurück. Na super. Also ohne Waffen fühle ich mich dann schon etwas unwohler. Die Bosse haben ein Treffen. Sie müssen warten, bis es vorbei ist. Ich glaube, sollten Sie lieber nicht langlaufen. Kommen Sie auf den Punkt. Die zweite Hälfte Ihrer Zahlung ist überfällig und ich wüsste gern, warum. Miss Van Graaff, meine Geschäftspartner und ich möchten gern die Bedingungen der Vereinbarung neu verhandeln. Dürfte ich fragen, aus welchem Grund? Die Lieferung ist erfolgt. Die Waffen wurden überprüft, bevor Sie dieses Etablissement verließen. Trotzdem glauben wir, dass die Qualität der Waffen hinter unseren Erwartungen zurückbleibt. Daher hoffen wir, dass die Preise angepasst werden. Ah, ich glaube, ich verstehe, worum es hier geht. Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen, bitte? Los. Das Vertrauen der Van Graaffs enttäuscht man nicht, Mister. Ich erwarte den Rest der Zahlung morgen früh. Okay, die Show ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Ja, den haben sie einfach pulverisiert. Interessiert mich mal. Ne, hier sehen sie uns auf jeden Fall. Weil die Waffen würde ich doch dann doch gerne mitnehmen. Aber das geht leider nicht. Sprechen wir doch mal mit Jean-Baptiste Cutting. Lassen Sie mich verdammt nochmal in Ruhe. Der er will wohl nicht mit uns sprechen. Dann mit Gloria von Graaff. Willkommen zurück im Silver Rush, wo man nur die hochwertigsten Energiewaffen findet. Was kann ich für Sie tun? Willkommen zurück, waren wir schon hier? Ich würde mir gerne Ihr Angebot ansehen. Sehr gern. Ich glaube, die haben wirklich nur Energiewaffen und die mag ich persönlich jetzt nicht so unendlich. Flammenwerfer haben wir ja leider schon verkauft. Sonst haben die nichts Praktisches leider. Von unser Plasmagewehr höchstens vielleicht irgendwas. Mal gucken. Die haben auch wieder diese richtig hochwertigen Waffen. Boah. Die wirklich unbezahlbar sind. Plasmapistole. Das klingt hingegen nicht schlecht. Plasmakanone, Plasma Defender. Wow. Haben die wenigstens Dings, Impulsgranaten für. Für zum Werfen, ja genau. Ne, ich glaube nicht. Die wären nämlich ganz praktisch. Weil die haben anscheinend nur für das Granatgewehr welche. Das brauchen wir erstmal nicht. Mal gucken, ob uns jemand sehen würde, wenn wir uns quasi hinter Willkommen die stellen. Zurück im Sil- und mal in die Ladentheke leer räumen. Erkannt? Wer kennt uns denn? Okay, ich glaube, die Frage hat sie hier übrig. Hier sind einfach zu... Okay, hier sind zu viele. Das riskiere ich lieber nicht, weil wir sonst bestimmt eins auf die Schnauze kriegen. Und dem Beschuss können wir ja sicher nicht standhalten. Gehen wir mal ins Atomic Wrangler Casino. James Garrett. Willkommen im Atomic Wrangler. Was kann ich für Sie tun? Wie läuft das Geschäft? Wir pfeifen noch nicht auf dem letzten Loch, wenn Sie das meinen. Na dann, hätten Sie Arbeit, die erledigt werden müsste. Wir kümmern uns um alle Grundbedürfnisse. Aber jetzt, wo Sie es sagen, einige der reicheren Kunden haben ein paar ungewöhnliche Wünsche. Wenn Sie ein paar Eskorten auftreiben können, die zu den Vorlieben dieser Kunden passen, zahle ich Ihnen einen ordentlichen Finderlohn. Von welchen Vorlieben reden wir hier? Unser reichster Kunde hat ein Faible für Ghule und steht auf Cowboys. Oh nein! Er will eine Eskorte, die beide Fetische befriedigt. Oh nein! Wir haben viele Kunden, die für jemanden mit samtener Stimme extra zahlen würden. Jemanden, der ihnen den Lebensgefährten richtig gut vorgaukelt. Und dann gibt es noch diese ekligen Roboter-Fetischisten. Ach du Scheiße! Sie haben vielleicht von ihnen gehört. Diese Perverslinge wollen einen Sexbot. Oh Gott. Sind Sie schon mal einem Sexbot begegnet? Ich persönlich würde ja keinen in meine Nähe lassen. Aber ich bin schließlich Geschäftsmann.
Ach du Scheiße. Ich erwarte mindestens 100 Kronkorken für jeden Kandidaten. Aber beschädigen Sie die Ware ja nicht vor der Lieferung. Was Sie kaputt machen, müssen Sie auch selber kaufen. Oh Gott. Ah, diese Eskorten sind doch sicher wichtig für Ihr Geschäft. Wie wär's mit dem Doppelten? Okay, das Geschäft gilt. Finden Sie genug geeignete Eskorten und ich zahle das Doppelte. Ich werde nach den passenden Kandidaten Ausschau halten. Schicken Sie sie direkt zum Wrangler. Ich bezahle sie dann, wenn sie wieder vorbeikommen. Okay, und bevor wir uns dieser interessanten und tiefgründigen Quest widmen oder vielleicht auch etwas dem Glücksspiel hier frönen an den Automaten, mache ich einen kleinen Cut. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich gleich. Ciao.